Los, Kevin, komm, mach dich fertig. Hey! War kein Foul. Zieh ihn raus! Kannst du nicht schauen? Kevin, komm, du gehst in die Spitze, ja? Und mach vorne ein bisschen Druck. Ja, Tempo, 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 Tempo! Ich konnte echt nichts dafür, der hat mich klar gefault. Erzähl mir doch nichts. Das Tor geht eindeutig auf deine Kappe. Da guck dich doch an. Ist der stehen, K.O. Einfach nichts zuzusetzen. Das nach knapp einer Halbzeit. Was ist los mit dir? Am besten gehst du am nächsten Sonntag in die Kirche. Ja! Super, Kevin. Deine Einwechslung hat's gebracht. War auch höchste Zeit, dass der Merker mich reingenommen hat. Allerdings. Pech, wenn man nur einen Aktionsradius von einem Bierdeckel hat. Bloßes Maul. Hat jeder mal einen schwachen Tag. Kann dir genauso passieren. Hört mal her. Jetzt wisst ihr ja endlich, wo das gegnerische Tor steht. Na also, wir spielen weiter voll auf Angriff. Wie in den letzten 10 Minuten. Wir müssen die gehörig unter Druck setzen. Dann fangen die an zu schwimmen. Also, und ihr müsst früher stören. Früher, hört ihr, früher! Steht die Mannschaft eigentlich schon fürs Pokalspiel? Konzentrier dich lieber auf die zweite Halbzeit. Dieses Spiel ist noch lange nicht gelaufen. Also, komm, gib nur mal richtig Gas, ja? Ich komm gleich wieder. Kevin reißt seine Klappe ganz schön auf. Dabei war sein Tor nur ein Abstauber. Den hätte meine Oma auch reingekriegt. Der hat doch keine Ahnung von Technik, das. Das wäre ein Fehler, den fürs Pokalspiel aufzustellen. Eins sage ich dir, Ersatzbank ist bei mir nicht drin. Das mache ich nicht mit. Bitte schön, Katrin. Danke, Max. Max, hast du Django irgendwo gesehen? Unten bei den Handeln. Würde ich dir auch nicht raten. Das sind über 70 Kilo. Ist was? Du hast doch da mal so Andeutungen gemacht. Es gäbe Mittel und Wege, wenn man nicht so viel Zeit hat. So, hab ich das? Was hast du denn damit gemeint? Na, was wohl? Liest du keine Zeitung? Es gibt doch immer wieder Sportler, die der Natur ein bisschen nachhelfen. Denk nur mal an Ben Johnson. Kennst du dich zufällig damit aus? Wie kommst du denn auf die Idee? Ich hatte so den Eindruck. Um was geht's denn? Du weißt doch, ich spiele Fußball. Ich will mal Profi werden. Aber zurzeit ist meine Kondition ziemlich daneben. Ja, ich habe gedacht, vielleicht gibt's da so ein Mittel, dass ich 90 Minuten voll durchpowern kann. Für alles gibt's Mittel heute. Wo kriegt man sowas? Jedenfalls nicht in der Apotheke. Hast du denn Geld? Was kostet denn sowas? Gib mir 2 blaue, dann kann ich dir vielleicht was besorgen. So viel habe ich aber nicht. Dein Problem.
riechst ja ekelhaft. Kannst du das nicht woanders machen? Wieso denn? Schau doch dein Grünzeug an. Bin gespannt, wann du das Wiederkäuen anfängst. Das ist Alfalfa, super für die Gehirnzellen. Hm. Aber die sind ja bei dir längst abgestorben. Das gibt's doch nicht. Schon wieder kein Brot mehr. Ich will ein Brot mit Schokocreme. Keins mehr da. Geh schnell zum Bäcker und nimm Pico gleich mit. Immer ich. Bring mir eine Sportzeitschrift mit. Richtig so, Carlos. Komm her. Sag mal, Ali, kannst du mir das pumpen? Ich heiße immer noch Alicia. Sag nicht Ali. Ich hab dich was gefragt. Wofür denn? Für ein paar neue Armani-Unterhosen? Nee. Fürs Fitnessstudio. Ich denke, das hat Tobias dir schon gegeben. Ja, aber das reicht nicht. Hm. Probier's mal mit Fensterputzen. Das gibt auch Muckis. Vergiss es, dämliche Öko-Ziege. Ich hasse den Montag. Warum? Weil ich mich da gerade an dich gewöhnt habe. Oh du, Gewohnheit ist langweilig. Wolltest du mir nicht wieder das Frühstück ans Bett bringen? Ich will doch nicht langweilig sein. Oh, es gibt Gewohnheiten, die habe ich ganz gern. Welche denn? Ich mach dir einen Vorschlag. Du bleibst noch ein bisschen hier und ich mach uns Frühstück. Hm? Das ist kein Vorschlag, das ist Erpressung. Mein Gott, ist diese Frau scharfsinnig. Stell dir vor, ich habe gekündigt. Und das sagst du mir erst jetzt? Es ging nicht mehr mit Ingo. Hätte mich auch sehr gewundert. Ich habe vielleicht einen neuen Job in Aussicht. So, wo denn? Kanzlei Rautenberg. Sie hat sich selbstständig gemacht. Ich kenne sie vom Studium. Frau? Mhm. Das hört sich gut an. Da kann man ja nur sämtliche Däumchen drücken. Sag mal, hast du irgendwo meinen Terminkalender gesehen? Ohne den bin ich völlig aufgeschmissen. Dein Terminkalender? Keine Ahnung. Was spinnst du? Du sollst doch Brot kaufen. Kuchen schmeckt doch viel besser. War genauso teuer. Ist nämlich von gestern. Gestern war Sonntag. Nein, lass das. Pico wird zum Vegetarier erzogen. Dann stinkt er nicht so und ist weniger aggressiv. Pico ist ein Hund. Ach, was du nicht sagst. Das frisst aber nicht. Wenn er genug Hunger hat, wird er es schon fressen. Wehe, du gibst ihm was anderes. Mhm. Komm, Pico. Morgen. Hey, morgen. Morgen. Ich hab euch Kaffee gemacht. Super. Oh, das ist aber lieb von dir. Ach, Mensch, wer hat denn die Geschirrspülmaschine wieder angeschaltet? Ich hab's gestern gemacht. Und Henrik? Am besten, ihr macht eine Liste. Wozu denn? Tobias ist sowieso immer zu Hause und hat am meisten Zeit. Irrtum. Ich arbeite nämlich hier. Scheint aber keinen Menschen zu interessieren. Pass bloß auf, dass du dich totschuftest. Carlos, beeil dich! Kannst du ihn heute mal vom Kindergarten abholen? Ja, ist gut, mach ich. Also, tschüss. Ich muss auch los. Ciao. Oh, mein Gott, war mein Leben früher friedlich. Hey, warte, ich muss dir unbedingt was zeigen. Ich habe eine geniale Idee. Schau mal. Also ursprünglich war das nämlich mal unser Gästezimmer. Ja, mit der Zeit ist es halt irgendwie immer mehr zur Abstellkammer verkommen. Eigentlich viel zu schade dafür. Nicht? Ja, du musst dir das Ganze ohne dieses Gerümpel hier vorstellen, ohne die Möbel. Dann wirkt es nämlich viel, viel geräumiger. Willst du denn untervermieten? Genau. Aber nur an dich. Ja, wirklich, ich fände es toll, wenn du einziehen würdest. Für Sie, Kanzlei Baumgartner. Für mich? Mhm. Ja, hallo? Ingo, was willst du denn?
Sag mal, seit wann machst du solche Pläne hinter meinem Rücken? Ja. Aber wovon redest du denn? Ja, das weiß ich doch. Es geht mir schließlich was an, wenn die hier einzieht. Ja, natürlich komme ich. Aber ich habe doch nur mal vorgefühlt. Ja. Die Sache ist doch gar nicht so. Du hast doch eben ganz konkret mit ihr drüber geredet. Ja, schon. Nur so. Ja, kannst du abholen. Gehört doch dir. Wir haben vereinbart, keine Frauen, die fest hier wohnen. Ja, ja, heute Abend von mir aus. Ja. Ja, damals, aber da war die Situation ganz anders. Pass mal auf, wenn die hier einzieht, ja, zieh ich aus. Wir reden später. Da gibt's nichts zu reden. Julia, wart doch mal! Was wollte Ingo denn so Wichtiges? Sein Vater hat morgen Geburtstag. Der übliche Empfang in der Kanzlei. Er möchte, dass ich komme. Was? Ich denke, du hast gekündigt. Ja, schon, aber das hat ja nichts damit zu tun. Ja, ist deine Sache. Du, ich mag seinen Vater nun mal. Außerdem, warum sollen Ingo und ich nicht Freunde bleiben? Freunde? Na, ich weiß nicht. Also, ich habe das nie hingekriegt. Ich finde, es ist besser, wenn man einen klaren Schnitt macht, für alle Beteiligten. Du, entschuldige, aber das sehe ich anders. Du quälst Ingo doch nur. Ich wette, der liebt dich immer noch. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe ihn auch noch ganz gern. Naja, er hat eine Menge Qualitäten. Hat er auch. Sag mal, bist du vielleicht eifersüchtig? Ach, wie kommst du denn darauf? Aber sag doch mal was zu dem Vorschlag mit dem Zimmer. Du, ich weiß nicht, aber das geht mir alles ein bisschen schnell. Außerdem liebe ich meine Wohnung. Ich dachte, du liebst mich. Aber meine Freiheit auch. Naja, die will ja auch kein Mensch nehmen. Was soll das denn kosten? 30 Mark, ist ein Spottpreis. Hey, gib mir mal das Handtuch. Und die hier? 50. Junge, da passt du sowieso nicht rein. Quatsch, natürlich fand ich da rein. Die CD? 10 jede. Ist leider zu teuer. Schon Samba, oder? Ja, klar. Also Bille kriegst du nirgends. Für 40 würde ich sie nehmen. Wie viel wärst du für die Short? 20er. Danke, Basti. Das Hemd? 25. Ist total billig. Komm, ich geb dir 40. 40, komm. Ja, von mir aus, aber ich würde ja gerne mal wissen, warum der so dringend Geld braucht. Vielleicht hat er eine teure Freundin. Susanne! Ja, was ist mit Zähne? Hör doch nicht. Psst. Das sind die Möpse. Aus denen schießt sie mit Laserstrahlen. Wahnsinn! Carlos, was soll das denn? Das sind Möpse. Aus denen schießen Laserstrahlen. Lass mich in Ruhe. Bin ich in Stimmung, mit dir zu spielen. Hallo. Hast du was angestellt? Nein, wir haben nur gemalt. Traurig. Ja. Mhm. Ich hab wirklich nichts gemacht. Ist auch nicht wegen dir. Ist wegen Julia. Sie will nicht bei uns wohnen. Mag sie uns denn nicht? Sie braucht ihre Freiheit. Komm, Pico. Freiheit. Hättest ruhig anrufen können, Sandmann. Hallo? Tobias, ich hab die Stelle. Carlos? Ach, du bist es. Hier ist Julia. Ist Tobias da? Nein, der will gar nicht mit dir reden. Warum denn nicht? Er ist traurig und du bist schuld. So. Nur alles wegen deiner blöden Freiheit. Carlos. Seit wann sprengst du den Rasen? Du hast ja nie Zeit. Weil ich trainiere. Muss meine Kondition auf Vordermann bringen. Übertreib nur nicht. Du siehst ziemlich geschafft aus in der letzten Zeit. Ich?
hat da ein Problem. Ja? Schieß los. Ich brauch Geld. Eine größere Summe. Was, schon wieder? Wofür denn? Ja, du weißt doch, ich hab ziemlich viele Ausgaben. Mensch, hör mal, jetzt reicht's. Ich bin kein Krösus. Das ist übrigens was gekommen heute Morgen für dich mit der Post. Hat mich 136 Mark gekostet. Das ist wohl mein Expander. Kriegst es ja wieder. Hier, mach mal fest. Was treibt dich denn hierher? Ich wollte dich nur mal was fragen. Du hast doch gesagt, das Bootshaus braucht einen neuen Anstrich. Könnte ich das vielleicht machen? Du? Ich denke, du hast zu viel um die Ohren. Ja, später. Oder altes. Aber die Kohle willst du gleich haben, oder? Ja, ein kleiner Vorschuss wäre nicht schlecht. Kommt drauf an, wie viel. Naja, 150? Oh, weiß ich gar nicht, ob ich so viel da habe. Muss ich mal schauen. Für was brauchst du das Geld? Ist was Persönliches. Ah. Ist sie hübsch? Tja. Verwöhnen Sie nicht zu sehr. Viel Spaß. Danke. Dafür kriegst du auch einen spitzen Anstrich. Und sonst? Alles Paletti? Ja. Ich freue mich schon auf euer Pokalspiel. Ich weiß noch gar nicht, ob ich überhaupt aufgestellt werde. Wieso? Du hast doch so viel trainiert. Habe ich auch. Na komm, wird schon schief. Es muss einfach klappen. Wie stehe ich denn sonst da? Die warten doch nur auf sowas. Außerdem will ich, dass Tobias mich endlich mal spielen sieht. Damit er merkt, dass ich da wirklich was am Kasten habe. Hallo Max, hast du Django irgendwo gesehen? Ich glaube, der sitzt in der Sauna. Ich hab das Geld. Gut für dich. Mach mal einen Aufguss. Eine Kapsel vorm Spiel und du läufst wie ein Turbo. Ist das irgendwie gefährlich? Ach was. Sind natürlich keine Himbeerdrops. Erste Kohle. Komischer Typ. Wer? Thorsten. Hat deine Schwester was mit dem? Weiß ich doch nicht. Frag sie selber. Was packst du denn so auf die Hanteln? 50, aber drei Durchgänge. Hm. Pass auf, dass du nicht übertrainierst. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Jetzt dreh nicht durch. Was glaubst du, ob ich schon ausgewechselt worden bin? Ich spiele doch nicht Fußball, um auf der Ersatzbank zu versauern. Es tut doch keiner. Außerdem wollte mein Vater kommen. Keine Panik, der Merker wird dich schon aufstellen. Du darfst jetzt bloß keine Fehler machen. Meinst du das? Na, morgen im Training. Deine Kräfte richtig einteilen und lieber langsam angehen lassen. Und zum Ende einen ordentlichen Schlusssport hinlegen. Das beeindruckt den Merker. Sowas fällt dir doch nicht rein. Der erwartet jetzt sicher, dass ich die ganze Zeit voll mitmache. Was ist denn los mit dir? Du hast technisch viel mehr drauf als wir alle. Und der Merker weiß das doch. Du tust gerade so, als ob er dich aus der Mannschaft werfen wollte. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Bist du fertig? Zeig mal her. Das ist ja Julias Terminkalender. Hab ich auf dem Sofa gefunden. Julia.
Hallo, Ingo. Gehst du weg? Mit deinen Schallplatten kommst du doch alleine klar. Und bitte lass meine Schlüssel gleich in der Wohnung, ja? Können wir nicht zum Abschied was essen gehen? Geht leider nicht. Vielleicht ein andermal. Fährst du wieder zu diesem Sandmann? Du wohnst wohl inzwischen schon bei ihm. Nein, aber bitte ruf mich dann nicht mehr an. War er eifersüchtig? Warum sollte er? Wäre doch immerhin möglich, oder? Tu mir den Gefallen, vergiss den Empfang morgen nicht, ja? Ja. Du kommst doch, oder? Ja. Tschüss. Tschüss. Der 72, Mykonos, das war noch eine Zeit. Was du mir vorhin am Telefon gesagt hast? Na, ich gehe da mal rein zu Tobias. Der ist doch nicht da. Wieso, wo ist er denn? Der ist doch zu dir gefahren. Zu mir? Mhm. Hallihallo, das Sandmännchen ist da. Brauche dringend Rechtsbeistand. Da haben Sie aber Pech. Julia ist im Moment beschäftigt. Schlechte Zeiten für Sandmänner. Was sollen die dummen Sprüche? Haben Sie nicht begriffen? Julia ist nicht zu sprechen. Falls Sie verstehen, was ich meine. Das soll sie mir gefälligst selber sagen! Julia! Julia! Wir sind vor der Runde drum. Ich bin später. Hey, Katja! Katja! Komm her! Hallo, Katja! Zweimal dasselbe, Pauli. Ja. Weiß ja, gell? Ja. Komm her. Hey. Komm her, setz dich. Ja. Das war schön. Oha. Wie siehst du denn aus? Nimmt sie dich so ran? Von wem redest du? Von deiner neuen Traumfrau. Erzähl doch mal, wie läuft's denn so bei euch? Auf euch. Bin gerade dabei, mich von ihr zu trennen. Eine deiner Spezialitäten. Ist doch immer dasselbe. Du gibst den Frauen einen kleinen Finger und sie nehmen die ganze Hand. Ja, natürlich. Gott sei Dank, du kennst mich. Brauch meine Freiheit! Tobias. Lass mich doch nicht anbinden. Ja,
versucht sie das denn? Noch schlimmer. Stell dir vor, sie will sogar bei mir einziehen. Grober Fehler. Henrik, mach schon. Das dauert ja heute mal wieder ewig. Denk dran, vom Wichsen kriegt man krumme Finger. Alicia Sandmann? Ah, Robert. Warte, ich bring's ihm. Tobias, Telefon. Deine Redaktion. Tut mir leid, der ist nicht da. Ich sag's ihm. Ich werd ihn schon auftreiben. Ciao. Nein, Alicia, bei mir ist er nicht. Ich glaube auch, ihr wohnt im Hotel. Was ist denn das für ein Saustall? Ich räume hier nicht mehr auf, ich sehe das gar nicht ein. Ich habe heute mein Training. Davon hängt alles ab. Du hast was verloren. Was nimmst du denn da? Ich habe zurzeit tierisch Kopfschmerzen. Tobias ist nicht da. Wo soll er schon sein? Ich hab angerufen, bei Julia ist er nicht. Was ist mit Carlos? Kannst du ihn vielleicht? Carlos, pack deine Sachen. Ich fahre nicht in den Kindergarten. Nein, jetzt macht keine Faxen. Nein! Dann macht doch alle, was ihr wollt. Guten Morgen, Sandmännchen. Hier, das kannst du sicher gut gebrauchen. Ja. Ich. Also. Was? Keine Angst. Ist nichts passiert. Leider. Obwohl, ist vielleicht auch besser so. Ich stehe nämlich momentan total auf Treue. Ich habe da jemanden kennengelernt. Wie viele Kinder hat er denn diesmal? Lachen, gar kein. Dafür züchtet der Schlang. Auch was Nettes. Alicia ist müde. Komm!
Carlos, was machst du denn hier? Ich denke, du bist im Kindergarten. Hat Christoph dich nicht gebracht? Ich muss Pico beobachten. Warum, ist er krank? Nein, weißt du was? Ich glaube, Pico kommt vom Mars. Tatsächlich. Hast du irgendwelche Beweise? Ich glaube, er sendet Signale durch seinen Schwanz. Das ist nämlich seine Antenne. Ah ja. Aha. Das ist ja höchst interessant. Halt mich doch da auf dem Laufenden, ja? Gibt's sonst noch was Neues? Ja, Julia hat gestern Abend mit mir Fußball gespielt. Carlos, hör auf zu spinnen. Julia war gestern Abend in München. Sie kann also gar nicht mit dir Fußball gespielt haben. Hat sie aber! Man kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, hm? Julia war gestern Abend aber hier. Carlos, ist das wirklich wahr? Ja, hab ich doch schon gesagt. Kanzler Baumgartner, guten Tag. Sandmann, kann ich Frau Janowski sprechen? Ja, einen Moment bitte. Was heißt das? Sie will nicht mit mir reden. Ich erwarte vollen Einsatz. Bis zur letzten Sekunde. Wer dazu nicht bereit ist, der kann am Sonntag zu Hause bleiben. Habt ihr verstanden? Ja, ist doch klar, oder? Also dann los, kommt. Los, hopp, hopp. Henrik, beeil dich, ich muss abschließen. Ist was? Am Sonntag genauso spielt, dann kann ja nicht viel schief gehen. Hm? Wir spielen jetzt am Sonntag im Sturm. Also, wir werden mit zwei Sturmspitzen angreifen. Silvester spielt rechts und daneben Henrik. Der hat mich heute voll überzeugt, auch konditionsmäßig. Ich hoffe, das war keine Eintagsfliege, Henrik. Hm? Duschen. Ich brauche Ihnen nichts zu sagen, Julia. Wie leid es mir tut, Sie zu verlieren, aber ich muss natürlich... Darauf trinken wir noch einen. Danke. Ja. Hier können Sie nicht rein. Lass mich in Ruhe. Was willst du hier? Ich möchte wissen, wo du gestern Abend warst. Es soll das ein Verhör sein. Ich muss es wissen. Mein Tier, aber leider warst du ja nicht da. Tobias! Was soll denn das? Los, los, los hier! Das ist doch unangenehm. Wer war denn das überhaupt? Lass mich doch nicht. Entschuldige, meine Herrschaft. Was bildest du dir eigentlich ein? Ich will hier sofort raus. Das interessiert mich nicht. Wir haben was zu klären. Ich habe mit dir überhaupt nichts zu klären. Lass mich hier raus oder ich drücke den Notruf. Das wirst du schön bleiben lassen.
Du wirst mir jetzt zuhören. Tobias, es reicht. Dein Auftritt war bereits peinlich genug. Da bedanke ich bei deinem Freund Ingo, diesem miesen kleinen Intriganten. Das ist doch einfach lächerlich, was du dir da einbildest. So, was würdest du denn denken, wenn ein halbnackter Mann die Tür öffnet? Noch dazu in deinem Morgenmantel. Und das ist ein Grund, gleich mit der Nächstbesten ins Bett zu steigen. Ich bin mit ihm ins Bett gestiegen. Schäme mir doch nicht. Ich habe euch gesehen, ihn nicht umarmt. Wir sind nur alte Freunde. Ich war einfach wütend und enttäuscht. Hast du dich wohl getröstet? Außerdem war ich betrunken und sie wollte nicht, dass ich noch fahre. Wenn ich gewollt hätte, ich hätte gar nicht gekonnt. Aha, du hast also gewollt. Nein, weder gewollt noch gekonnt. Weil du zu betrunken warst. Nein, ja. Weil ich dich liebe. Habe ich jetzt einen Durst. Anni, zwei Bier bitte. Eins, ich nehme Mineralwasser. Seit wann trinkst du kein Bier mehr? Es verträgt sich doch nicht mit Kopfwehtabletten. Okay. Wahnsinn, was du für ein Tempo vorgelegt hast. Da bin ja selbst ich kaum mitgekommen. Kevin hat jedenfalls keinen Stich gemacht. Na dann auf Sonntag. Prost. Wenn wir da auch so in Form sind, haben die Ebersberger keine Chance. Wie spielen die denn? Oh, ist eine ziemlich starke Truppe. Letztes Mal haben sie uns 13-0 fertig gemacht. Aber jetzt haben wir ja dich. Aufgehen Sie, das Kinders. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen Julia noch abholen. Wo bleibt Alicia denn? Ach, da ist sie ja. Komm, komm. Nach hin. Henrik war total aufgeregt. Ja, das Schlauchding an, schön. Ich verstehe gar nicht, warum es so einen Leistungsdruck hat. Das ist doch nur ein Spiel. Immerhin ein Pokalspiel. Das ist einfach wichtig für ihn. Außerdem will er dir imponieren. Mir? Ja. Hendrik! 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 Die Ebersberger sind sicher ein schwerer Brocken, aber wir brauchen uns auch nicht zu verstecken. Hauptsache, ihr macht das Spiel schnell. Und keine unnötigen Querpässe, klar? Das gehört. Sondern den direkten Weg zum Tor suchen, okay? Henrik und Silvester, ihr sorgt durch ständigen Positionswechsel für die nötigen Freiräume. Wo ist Henrik überhaupt? Er ist noch auf dem Klo. Der hat von Muffensausen. Henrik? Ja, ich komm ja schon. Warte jetzt aber bloß nicht von mir, dass ich dir die Abseitsregel erkläre. Aber Handspiel im Strafraum gibt eine rote Karte. War das knapp? Mensch, toll macht er das. Sehr gut, komm zurück. Der Teufel, wo er das hat, von mir jedenfalls nicht. Sehr gut. Basti, früher abgeben. Du guckst ja gar nicht zu. Ich hab schon ganz vergessen, wie hübsch du bist. So schnell geht das? Ich hab dich zwei Tage nicht gesehen. Ich hab Entzugserscheinungen. Oh, das kann man ja gar nicht verantworten. Was machen wir denn da? Ich weiß es nicht.
Ich habe gehört, du hast ein Zimmer zu vermieten. Ist es schon vergeben? Ich fürchte ja. Eine hübsche Anwältin interessiert sich dafür. Aber die will einen Garantieschein für ihre Freiheit. Los. Hey, Henrik. Henrik. Henrik, was ist los? Oh Gott. Kuso! Scheiße. So, läuft. Henrik? Henrik, das ist ein Mensch. Okay, auf. Geht ihm schon besser. Er hatte einen Kreislaufkollaps. Wie ist denn das möglich? In seinem Alter? Kann es sein, dass er zu viel trainiert hat? Das glaube ich nicht. Wir haben das hier bei ihm gefunden. Was ist denn das? Die Substanz heißt Prolintanhydrochlorid. Und das ist ein Aufputschmittel. Prolintan regt die zentral gesteuerten Körperfunktionen an und steigert die Energieentfaltung. Auf Deutsch, ihr Sohn hat sich vor dem Spiel damit gedopt. Gedopt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Er hat es selbst zugegeben. Und das erklärt auch seinen Zusammenhang. Der Organismus war einfach überfordert. Fühlst du dich? Total schlapp. Ich könnte nur noch schlafen. Das sind die normalen Nachwirkungen, hat der Arzt gesagt. Hat er dir auch gesagt, dass ich... Mhm. Hat er. Warum hast du das bloß gemacht, Mensch? Weißt du nicht, wie gefährlich das Zeugs ist? Außerdem finde ich es unfair. Hast du das nötig? Das würdest du sowieso nicht verstehen. Vielleicht versuchst du trotzdem mal, es mir zu erklären. In Brasilien haben wir ganz anders gespielt.
Nicht so hart, nicht so verbissen. Hier läuft viel mehr über Kampf. Da komme ich nicht mit. Ich habe einfach Angst, dass der Zug ohne mich abfährt. Und deswegen setzt du deine Gesundheit aufs Spiel. Ist der Preis nicht ein bisschen zu hoch? Wen kümmert das schon? Mich zum Beispiel. Du? Fußball interessiert dich doch ein Scheißdreck. Nimmst mich überhaupt nicht ernst. Ist das der Eindruck, den du von mir hast? Das tut mir leid. Vielleicht hast du recht. Ich war die letzte Zeit wirklich ein bisschen viel mit mir selbst beschäftigt. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich dich nicht ernst nehme. Und was den Fußball anbelangt, da bin ich durchaus entwicklungsfähig. Ich war richtig stolz auf dich, als ich dich da auf dem Platz gesehen habe. Du spielst wirklich super Fußball. Das sieht sogar so ein Blinder wie ich. Und so ein Zeug nimmst du nicht mehr. Ich glaube, das war dir eine gute Lehre. Hallo, kann ich reinkommen? Geht's dir wieder besser? Was geht das an? Hallo, Silvester. Was war denn los mit dir? Also, ich gehe dann mal. Besser nicht. Komm morgen wieder vorbei. Wiedersehen. Tschüss. Mann, bin ich erleichtert. Ich dachte schon, du liegst im Koma. Wie ist es denn ausgegangen? Wir haben verloren. 3-1. Dabei fing es so toll an. War ein super Tor von dir. War wohl eher ein Eigentor.